Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. Jo, wir haben Hunger. Das heißt, ich futter mal was, bevor ich wieder sterbe. Was mir ja noch nie passiert ist, ne? Das will ich ja mal sagen. Ja. Ah, so, wir bauen hier mal ein bisschen weiter an unserem wunderschönen, schönen Baumhaus. So, mal so eine Art Dach drüber hauen. Es wird durchregnen, wenn es wieder mal regnen tut. Keine Frage. Das ist leider so. So, ich bin nur froh, dass diese Sträucher da kein Wasser brauchen. War, das war... Ach, ich hätte es lassen sollen, Entschuldigung. Ja, so geht's auch. Ich wollte nur sagen, dass ich froh bin, dass diese Sträucher hier kein Wasser brauchen. So, ich will hier raus. Langsam. So. Das war wieder eine Glanzleistung von mir. Vor allem, weil ich hier wieder rauf muss, eigentlich. Wie schaut man da aus? Ja, Essen. Essen, hurra! So, wir haben auch nicht mehr allzu viel Laub, sehe ich gerade. Da muss ich mich hier gerade eben... Warte kurz. Warte mal. Das wollte ich auch schon mal fertig bauen. Oh, bin ich eins zu tief? Tatsächlich. Ups. Das lasse ich trotzdem mal so. Ich kann es nachher noch abbauen. Sorry. Das habe ich voll übersehen. Entschuldigung. War keine böse Absicht. Auweia. Ja, ich bin halt ein alter Bauprofi. Das wissen die wenigsten. Ah ja. Da lachen die Hühner. Da. Machen wir da mal bitte zu, dass ich nicht nochmal aus Versehen irgendwie da runterstürze. So. Husch, husch, husch. Dann kann man hier noch da ein bisschen so. Ich werde wahrscheinlich auch den Boden hier vielleicht, eventuell bin ich noch nicht sicher, vielleicht auch mit Laub machen, so wie da, aber ich denke nicht. Das ist halt schon ein bisschen doof, ne? Das Laub fällt halt, das wird uns irgendwann mal in die Suppe fallen. Aber mir gefällt es einfach gut. Mir gefällt es einfach gut und darum habe ich das mal so gewählt. So und so. Und dann muss hier Stamm, Stamm. Nanu, es liegt schon wieder. So. Dab, 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 dab. Und ich glaube einer noch. Dab. So. Nanu. So, lala. Komm, zack, zack und zack. Und festhalten und zack. Und natürlich hier auch. Kommt noch eins raus? Tatsächlich. Eins kommt noch weiter raus. Okay. So, dann hier mal ums Eck. So, circa in etwa. Naja, das wird noch abenteuerlich. Das sehe ich schon. Dann so, so und so. Bin ich hier richtig? Ich hoffe. So. Dann... Hier so, ja. Wow. Dann so, so. So. So, so und. So und so und so. Und so und so. Irgendwas stimmt nicht, oder? Ich bin da drüben eins zu hoch. Ich Kasperl. Mhm. Ja. Da ist der Hund begraben. Hier bin ich eins zu hoch. Meinen wir auch wurscht, ne? Es soll ja nicht unbedingt symmetrisch sein, aber mal fürs Erste ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn es einigermaßen gleich ist überall. Vor allem, weil ich doch eh so gut im Bauen bin. Ja, so. Ich glaube, so lasse ich das mal kurz. So, lala, so, lala. So, dass ich auch wieder rauf kann. Und irgendwo muss ich mir dann auch so, ich würde sagen, hier baue ich mir dann wieder so eine Wand hoch. Das wäre aber schon bald besser, das nicht mit dem Holz zu machen, sondern wirklich mit dem Baumstamm. Das ist auch schon, dass wenn der Baumstamm nach oben führt.
würde ich sagen. Also so. So. Entschuldigung. Das Laub muss leider weg. Und hopp. So eigentlich. Da muss der hier auch weg, weil da muss die Leiter hin. Schade um das Laub gerade. Ich weiß, es tut mir sehr leid. Hui. Irgendwie bin ich verkehrt. Ich bin echt verkehrt. Ich bin so doof. Da hätte es hingehört. Doof, doof, doof. Dumm, 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 dumm. So. Husch, zack. So und so. So. Da hätte es hingehört. Entschuldigung. So. Ich finde trotzdem, das hat irgendwas. Ich kann ja dann auch so, wenn wir möchten, können wir da unten so das ausschauen lassen wie so ein Zweig oder so zwischendrin, dass man da so ein paar Holzelemente sieht, dass man glaubt, das wäre wirklich so ein Zweig-Baum eventuell vielleicht. So, dann kann man hier endlich mal dicht machen. Beziehungsweise, wartet mal. Das im Eck schaut gar nicht mal so deppert aus, ehrlich gesagt. So, 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 so. So, warte. So, so, so und so. Das Verkleiden, ne? Das am Eck schaut aber gar nicht so geschissen aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das würde mir sogar gefallen. Das so im Eck ein bisschen dicker. Weiter nach draußen. Irgendwie hat's was. Ich weiß nicht. Irgendwie hat's was. Mir gefällt's. Ich hoffe, euch auch. Das ist noch was anderes, als immer nur eine Burg zu bauen. Die aber auch noch auf meinem Plan stünde. Ich muss fischen gehen. Ich bin schon wieder am Verhungern. Ich merk's. Ich sehe es gerade im Augenwinkel. Halt. Ja, sicher leckt's. Lecki, lecki, leck, leck. Und es wird schon wieder dunkel, oder? Bah, das ist so schlimm. Ich sollte mir echt angewöhnen, in der Nacht zu bauen. Aber die Gier, meine Lieben, die Gier ist schuld. So. Und so. Und so, 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 so und so. Dann müssen die Lampen hier kurz weg. So und so. Und hier auch nochmal. Blub. So, 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 so. Und da. Und hier und so. Ich muss dann mal von außen nochmal ran. Da muss ich mir irgendwann mal ein Gerüst oder so bauen. Deshalb werde ich hier nicht alles mit Glas gleich voll machen. Ich glaube, das geht, oder? Ja klar, da hinten die Küche muss noch besser gemacht werden. Vielleicht werde ich sie hier mal hin platzieren, irgendwo. Oder sie kriegt einen eigenen Raum, die Küche. Das werden wir dann noch sehen. So. Auf jeden Fall wollte ich hier, weißt du was, ich werde gleich hier probieren, ob es geht, ein Gerüst zu bauen. So. Drei. Wow. Wow. So. Einfach nur so. Das ist nur mal kurz mein Gerüst, damit ich hier dann am Rand, so. Das kommt dann natürlich wieder alles weg und wird dann am Boden aufgesammelt. Keine Sorge. Ich will nicht verschwenderisch sein. So, weißt du, also hier so, ne? Und vielleicht da so ein bisschen. Weißt du, wie da drüben halt. Der eine da ist halt ein bisschen zu viel, glaube ich. Aber das macht es halt ein bisschen natürlich, ne? Vielleicht. Vielleicht mache ich das auch. So und so vielleicht. Und so vielleicht. Aber ist zu viel wahrscheinlich, ne? Es wirkt schon wieder zu viel. So. So vielleicht. Ein bisschen natürlicher halt vielleicht, eventuell. Ach, das wird schon. Das wird schon super ausschauen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Kann man hier auch noch, wenn wir wollen, damit es auch innen etwas realistischer ausschaut vielleicht. Oder schöner.
So vielleicht? Eventuell. Ja, das schaut doof aus, oder? Aber ich lass es mal kurz so. Dann wollte ich noch Ranken anbringen. So ein paar Ranken. Ob ich das jetzt irgendwie hinkriege, das ist eine gute Frage. Die kann ich momentan selber nicht immer noch beantworten. Ich wollte eigentlich hier so... Das kann man ja irgendwie anbringen, ne? So eine Ranke. Ja, ja. Das passt schon. So und so vielleicht, dass die da so am Rand runter wächst. Wahrscheinlich kommen dann die Viecher direkt bei uns reinspaziert und wollen mal Hallo sagen. Das kann natürlich passieren. Das kann passieren. Schaut's aus, Salat, bist mal fertig? Ach, da geht nichts weiter. Da geht nichts weiter. So. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt's. Jetzt wäre ich aber... Warte, wie viel Hunger haben wir? Zu viel Hunger? Okay, wir müssen fischen gehen. Ich hätte gern gehabt noch so eine Beere vielleicht eventuell. So und so. Glas. Wie gesagt, mit dem Glas möchte ich noch warten. Ich werde, weißt was, ich packe das alles mal da rein. Damit da kein Schmarrn passiert. So und so. Das Holz tun wir auch mal weg. Ich brauche derweil eh nur die Angel. Ist die auch schon ziemlich im Arsch? Oh ja. Die ist ziemlich im Arsch schon. Das heißt, wir brauchen Fäden unbedingt. Aber das müsste mit Baumwolle... Kann man aus Baumwolle auch Fäden machen? War da nicht irgendwas? So, auf jeden Fall nehme ich mal das Schwert mit. Also raus. So. Und ich werde auch mal probieren. Na, du Platschi. Ich werde mal probieren, ob man nicht hier unten auch schon fischen kann. Da muss ich nicht so weit nach drüben laufen. Also das Huhn. Also sprich hier vielleicht, dass man da schon fischen kann. Ja, das hat super hingehauen. Mhm. Ja. Nicht ganz, ist auch buggy. Glaub nicht, dass das klappt. So, dann lauf mal wieder zurück. Ein Ei! Das Händel hat uns ein Ei geschenkt. Danke, Händel. Den werden wir auch noch im Unterschlupf bauen. Nur so ein kleines irgendwas. Dass ich das Kleine da, wenn es regnet oder so, irgendwie wohler fühlen kann. So, keine Gefahr. Passt. Dann fischen wir. Da ist echt die beste Stelle zum Fischen. Ich könnte wahrscheinlich den Deich da hinten etwas, sag ich mal... zu unseren Gunsten ausbauen, etwas vergrößern, dann müsste es theoretisch auch gehen. Jo. Kann man ein rohes Ei essen? Zur Not? Auf jeden Fall esse ich mal einen rohen Fisch da, damit wir nicht Hunger leiden. Wenn ich mal ein Fischen tue. Hallo? Jawohl. Was ist denn das? Ein Katzenfisch. Mahlzeit. So, wir sind einmal vor dem ärgsten Hunger beschützt. Ja, die Angel ist schon ziemlich im Arsch. Oh Gottchen. Hoffentlich wird inzwischen das Gemüse fertig. Ba 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 ba. Hm, was ist denn das? Greenheartfish. So was kenne ich gar nicht. Aha. Okay. Okay. Habe ich Fackeln dabei? Ich würde gerne Fackeln aufstellen. Vielleicht haben wir dann ein bisschen Schutz vor den scheiß Viechern. Zack. Zack. Und vielleicht hier noch. Zack. So vielleicht. Es könnte jetzt aber auch natürlich ein Leuchtfeuer sein. Oh, Frischfleisch. Dam, da, dam. Kann man eigentlich ein Aquarium bauen? Streng gesehen schon, oder? Müsste auch gehen. Wenn wir dann unsere Villa bauen, bauen wir ein riesen Aquarium. Jawohl.
Wusstra. Das Praktische bei Minecraft ist ja das, wenn du was bauen möchtest, es kostet dir keine müde Münze. Du musst halt nur, ja, selbst Hand anlegen sozusagen. Fische, 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 Fisch. So. Nächstes Fische, 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 Fisch. Hey, von da aus schaut das Baumhaus echt cool aus. Schau mal. Da sieht man es schon recht gut. Freilich, unten muss ich noch vielleicht einen Stamm etwas dicker bauen. Aber das schaut echt nicht schlecht aus. Schau mal. Also mir gefällt's. Und muss ich natürlich auch das Laub dicker bauen. Huch. Das Laub dicker machen und dann passt es schon. Hehe. Hehe. Vor allem freue ich mich dann, wenn. Also da oben ist ja unser Hauptdingens, ne? Ach scheiße, jetzt habe ich es versäumt. Da oben ist ja unser Hauptdingens und wenn dann, stell dir mal vor, es geht dann hier noch was und da noch was und hinten noch was und vorne vielleicht wirklich da oben der kleine Balkon, wenn es uns noch einfällt, wenn es uns gefällt, überhaupt gefallen tut. Boah, das wird cool. Ach, ich freue mich richtig. Komm, Fischi, Fischi. Papa, Mama hat Hunger. Fischi, Fischi, Fisch. Hallo? Da hinten hüpft der Schleim rum. Bah, da müssen wir auch mal was machen gegen diese Viecher. Die gewinnen hier schon Oberhand. Was war das für ein Fisch? Roher Thunfisch. Der muss aber was geben, oder? Diese Viecher sind ja riesig. Glaube ich. Ach, schön. Ich mag unser Baumhaus. Da da dam da 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 dam da 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 dam da 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 da. Na komm, Fischi, Fischi, Fischi. Jawohl. Was ist denn da? Achso, das ist wieder dieser Green Heart Fisch. Aha. So, ich denke, zwei Fischis noch, bis eben der vorletzte Hungerbutton da verschwunden ist. Oder 3.000, 24.000 Fische, je nachdem, wie es ausgeht. Aber die Angel macht nicht mehr lang mit. Ich brauche echt, ich brauche Fäden. Man konnte aber aus dieser Baumwolle Fäden spinnen. Na, ich erinnere mich schon noch richtig, hoffe ich. Das wäre echt so cool. Das wäre so cool. Ich muss ja schauen, ob ich immer noch ein Stück Erde herkriege. Dann können wir noch den dritten Baumwollsämling anpflanzen. Jo. Na, Fischi? Oh oh, Zombie im Anmarsch. Jawohl, Fischi. Roher Barsch. Wo bist du? Ah, da hüpft er hinten erst. Okay, da haben wir noch Zeit. Ja, es regnet. Super, jetzt höre ich wieder nichts. Was hast du gesagt? Ich höre nichts. So. Fische, Fische, Fisch. Ich brauche hier mal so ein Anglerhütchen. Das wäre auch ein schönes Projekt, oder? So ein kleines, süßes Anglerhütchen. Das habe ich schon mal vorgeschlagen, oder? Ich bin alt. Meine Güte. Im Geiste bin ich alt. Na komm, Fischi. Lass die alte Zocke nicht warten. Na super. Das hat super hingehauen. Okay, der Schleim da. Wow. Fast was übersehen. Der Schleim da drüben macht mich gerade nervös. Der ist so furchtbar laut. Okay, ein. Sind es lauter kleine, ne?
Zeit hätten wir noch. So, die Angel wird auch noch ein bisschen halten. Au! Wo kommt der jetzt her? Du Gratler, du Dreckiger. Na warte, das zahle ich dir jetzt heim, du Mistfink. War das jetzt der von da hinten? Wie sind die jetzt so schnell herkommen? Da ist er nicht noch da hinten gehüpft? Ach, Dreck. Ja, ich glaube, wir gehen heim. Wir haben ein paar Fischis. Ich glaube, wir gehen heim. Weil, mein Hunger ist da wieder. Also, das Hungergefühl kommen tut. Tut da sein. Und, ja. Das gehört gestillt. Schleimbuttdepper da. Ah. Dem Huhn geht's noch gut. Ich höre es gackern. Das ist sehr gut. So. Jetzt ist wieder die Frage, ob wir es lebend heimschaffen. So. Oder ob ich noch verhungern werde. Sind schon voll erschöpft. So. Ach du Heilige. Fischi. So. Der klappt nicht. Warum? Keine Ahnung, wofür der gut ist. Muss ich nachschauen. Dann bringen wir das hier. Jawohl, der Fisch tut. Das ist gut. So, wie schaut's mit Obst aus? Noch immer. 43. Oh, schau mal, das ist sogar dicht. Naja, ein bisschen. Es betropft halt ein bisschen, aber... Oh, geht. Kann man hier Früchte? Für den schnellen Happen? Nö. Dann muss der Fisch her. So. Und Mahlzeit. Sehr gut. Jetzt werden wir schon mal nicht sterben. Perfekt, die Baumwolle wächst auch schon fröhlich vor sich hin. Wie schauen wir da hinten aus? 43, das braucht echt lange. So. Nächster Fisch. Mahlzeit. Passt. Inzwischen können wir mal hier den Dreck wieder wegräumen. So und so. Ein Faden habe ich. Okay. Einen Faden haben wir. Was kann man mit Green Hardfish? Das will ich mal nachschauen. Green? Vielleicht zeige ich mir eh schon an. Da ist er. Green Hardfish. Achso, der ist eh zum Essen gedacht. Aha, als Beiwerk sozusagen. Kann man damit noch was machen? Fischstäbchen geht auch. Roher Fisch. Aha, ich verstehe. Aha, okay. Okay. Also so. Zack, zack. Alles klar. Alles gleich. So, dann können wir ihn jetzt wenigstens braten. Ah, das geht zum Stapeln. Das ist super. Was für ein Sauwetter. So. Das Wetter würde sich aber auch super anbieten, um eine Minentour zu machen. Die Erdbeeren. Erdbeer, Erdbeer, lalila. Wie viel haben wir in der Kiste drin? Fast nichts, okay. Ich muss jetzt mal woanders hinräumen. So. Die stört mich hier schon ein bisschen. So. Baum. So, wo ist Holz? Das habe ich weggeräumt, ne? Weil ich schlau bin. Schlau, 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 schlau. So. Da. Da wollte ich jetzt eigentlich zumachen. Ja, machen wir zu. Würde jetzt hier eine Kiste herpassen? Schau, echt. Perfekt. Aber warte. Warte, warte. Oder? Gibt es da nicht wirklich noch so eine Art Regal? Warte mal. Warte mal. Regal. Ich gebe nochmal Regal ein. Da gab es doch so... Was ist denn das eigentlich?
Werkzeugregal. Normales Regal. Plattenregal gibt's auch. Aha. Bücherregal. Ich suche diese Sammelboxen. Da gibt es so eine Art. Ja. Sammelbox halt. Wo man. Ja, die was etwas schöner ausschaut als wie so eine Kiste. Ah, vielleicht nehme ich einfach mal wirklich. Einfach nur momentan. Vielleicht nehme ich wirklich einfach die Kiste hier. Momentan, ja. Wobei, so ein Kühlschrank wäre auch cool, ne? So mehrere Kisten als Kühlschrank untereinander klappt nicht, ne? So, dann räumen wir das einfach mal wieder rein. Warte. So, glaube ich. So hatte ich das, ne? Da oben kommt das hin. Da kommt Gemüse und Pilze kommen da rein. Da haben wir Früchtchens. Ich glaube, so passt das. So. Dann der nächste Fisch. Aha, das muss ich mal rausnehmen. Okay. Essen. Ja, Essen ist gut. Können wir schon wieder naschen. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. So. Und dann, wenn es finster ist, müssen wir mal schauen, ob wir ein paar Spinnen klatschen können. Das wäre ganz famos. Ja, ich glaube, das schaut nicht so schlimm aus. Also nicht so schier. Es wird natürlich noch schöner werden, aber am Anfang ist immer alles provisorisch, ne? So, gebratener Lachs. Boah, köstlich. Jam, 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 jam. So, mal ein bisschen stärken. Jetzt haben wir auch längere Zeit keinen Hunger mehr. Und jetzt wäre es gut, die beiden Fische vielleicht noch aufzubehalten. Ich werde mal die Spitzhacken holen. So, weil ich vergesse die ja so gern. Halt, natürlich Spitzhacken. Wo sind die Spitzhacken? Da. Hier, richtig. Eine Spitzhacke, eine zweite Spitzhacke. Und für den Fall der Fälle, dass wir was richtig Tolles finden, nehme ich die hier auch noch mit. Braucht man eigentlich Lava? Nur wenn wir eine Schmiede bauen, ne? Dann lasse ich den Eimer hier. Den Eimer. Wir sind im Eimer. Rarara. Rarara. So, der ist auch fertig. So, nächster Fisch. Dann würde ich sagen, behalten wir die drei Fische einfach auf. Ich werde auch hier das hier noch mitnehmen, sicherheitshalber als Proviant. Warte, wir könnten aber auch. Sollen wir Zucker machen? Nein, ich lasse es noch so. Da, da, da. Und der rohe Thunfisch. Der müsste eigentlich so ein Mega-Dings, was Eigenes wieder sein. Nicht so ein gebratener Fisch, sondern wirklich was Herzhaftes. Aber es ist ein gebratener Fisch. Kann man Bratapfel auch machen? Nein. Oder Bratfrucht? Bratfrucht. Nö, geht leider nicht. Okay. Sind wir nicht wählerisch. Und auch nicht zickig. Jawohl. Na komm. Der will nicht, der will auch noch nicht. Ein bisschen warten vielleicht. Naja, eine Frucht mehr. Das müsste schon passen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir es mal an, oder? Hören wir schön den Schleim herumhüpfen. So, vielleicht finden wir nämlich da unten in dem Loch, wo wir da waren, vielleicht noch. Das hört sich an. Vielleicht noch das eine oder andere Stück Eisen. Fast. Da bin ich daneben, ne? Da bin ich daneben. Wo war denn das Loch? Ah, hier. Meine Güte. So. Tap, 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 tap. Fackeln habe ich mit. Ein paar zumindest noch. Schau, da haben wir noch Kohle, Kohle, Kohle. Die buddeln wir gleich mit weg. So, zack, zack. Jawohl. Der Part ist auch gleich zu Ende. So. So, dass man das abholen kann. So und so. Tadada, tadada. Oh, Eisen wäre schön. Wie wunderbar. Dann können wir uns nämlich wieder eine Schere bauen. Das wäre ganz supi. So, raufenweise Kohle.
Perfekt. So. Und dann würde ich sagen, nachdem wir da oben eigentlich recht sicher sind, so, jetzt sowieso, würde ich sagen, beenden wir einfach den Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!